Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Remember Me. Ich starte diesen Part mal wieder mit etwas Lesestoff. Hatte ich nämlich. Nee, Quatsch, das will ich doch gar nicht. Ich möchte hier rein, genau, ins Tagebuch. Ja, weil wir das schon wieder eine Weile nicht gemacht haben und gerade weil ich eben nicht alles gefunden habe, will ich dann wenigstens ein paar Sachen vorlesen oder das vorlesen, was ich überhaupt gefunden habe, um ein paar Informationen zu dem Hintergrund dieses Spiels wieder mal zu geben, oder dieser Memorized-Welt sozusagen. Gegnerinformationen habe ich gemerkt, habe ich total viele. Da habe ich ja fast alle gefunden. Die waren anscheinend viel einfacher zu finden als die Amnesist-Erinnerung. Und das ärgert mich natürlich ein bisschen, aber es ist nun mal, wie es ist. Und das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Es war was anderes, was ich wollte. Nee, dann war das wohl Geschichte von Neo, genau, die Klimaflucht. Das, meine ich, hatten wir noch nicht gelesen. Klimaflucht 2038 bis 2084 und freigegeben am 8. August 2084. Ich erinnere mich daran und so weiter. Dieser Beitrag wurde von der Mehrheit der Zuschauer als parteiisch empfunden. Ein stetiger Strom von Klimaflüchtlingen sammelte sich an den Grenzen und Befestigungsanlagen der bewohnbaren Gebiete. Migranten, die aus den verwüsteten, ausgedörrten oder überfluteten Gebieten flohen, waren eine leichte Beute für Plünderer und organisierte Verbrechernetzwerke. Heute sind etwa 500 Millionen bis 1 Milliarde Menschen mittellos. Die Anzahl staatenloser Personen ohne sichere Zuflucht stieg seit dem Jahr 2038 dramatisch an. Schiffsstädte segelten ziellos umher. Die Flüchtlingslager waren voll mit den ärmsten Menschen. Es bildeten sich nomadische Mikrostaaten und Barackenstädte, schossen in roten Bereichen Giftmülldeponien und kontaminierten militärischen Zonen aus dem Boden. Die meisten Nationen bauten ihre Verteidigungswälle und Strukturen auf oder verstärkten sie und errichteten Küstenschutzeinrichtungen, um die Menschenflut abzuhalten. Dies geschah in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, China und den europäischen Ländern, in denen regelmäßig Regierungen noch an der Macht festhielten. Die Stadtstaaten, die vom Bürgerkrieg verschont geblieben oder wieder aufgebaut worden waren, siedelten ihre Einwohner um und erschufen Ghettos und menschliche Deponien am Rand ihres Territoriums, weite gesetzlose Gebiete, in denen es von ausländischen Staatsbürgern, illegalen Einwanderern und den Abschauen der Menschheit nur so wimmelte. Ja, hier sieht man dann nochmal ein Bild. Und das war's auch schon. Dann geht's jetzt weiter. Denn wir sollen jetzt auch zu den, ja, Versuchskaninchen ja gelangen. Hier haben wir wieder so ein Bild, was uns sagen soll, aha, wo wir hin sollen nämlich. Hier sieht man es nämlich, Bad Request Nillen. Wir sind also irgendwie auf der anderen Seite, verstehe ich das richtig? Naja. Gehe ich mal hier lang, kann ich da was finden? Bad Request, da steht's ja drüben. Kann man da irgendwas durchsehen? Es ist schon ganz traurige Musik hier irgendwie. Hier komme ich nicht mehr weiter. Gut, dann muss ich da hinten lang. Kann ich hier die. Da kann ich auch nicht lang, dann muss ich ja die Treppe nehmen. Das kennt ihr ja schon. Hoffentlich habe ich nichts übersehen. Da unten. In der Ecke. Ich übersehe so viel, dass ich jetzt einfach mal runterspringe und gucke. Bevor ich hier so. Kann ja sein, dass hier irgendwas liegt. Schade, so hinter der Treppe wäre ein gutes Versteck gewesen. Für eine nette Erinnerung. Aber na gut. Ach, da macht man sich schon mal auf die Suche. Dann bringt es natürlich nichts. Dieser Kontrollposten ist nun aktiv. Bitte zurücktreten. Das Glas schließt. Ach du Schitte. Und nu? Habseligkeiten. Ach, das sind seine Habseligkeiten.
Kann ich mir die jetzt einfach Monserieux? Ach so, das sind die von jemand anderes. Sind das die richtigen? Nee, die will ich auch nicht. Ich will die von Bad Request. Da, die will ich haben. Da, die will ich haben. Ich hab's. Bad Requests Picksocket. Perfekt. Damit knackst du Sicherheitsschlösser. Lass mich raten. Bad Request ist mein heimlicher Bruder. Stimmt's? Picksocket. Der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser, indem er sie mit einer Energiesalve überlastet. Mhm. Na, schon wieder etwas, was ich lernen muss. Drücken Sie LB, um diese Fensterkontrolltafel anzuvisieren und RB, um Ihr Energiepaket, komme ich nicht zu Ende gelesen, um die Türkontrollkapsel zu überlasten, schießen Sie das Energiepaket auf Sie ab. LB und RB. Also beide zusammen. Na super. War das jetzt schon mal richtig? Und hier jetzt beide? Oder habe ich das... Jo, passt schon. Mhm. Jetzt habe ich sie aber zugemacht. Will ich ja gar nicht. Aber ich kann. Ich kann jetzt hier alles Mögliche auf und zu machen, was sehr cool ist. Definitiv. Der Picksocket kann durch Fenster feuern. Aha. Was wollt ihr mir damit sagen? Das soll ich dann wohl tun, oder? Und wo? Hier? Nee. Kann ich ja raus irgendwo. Ich kann sicherlich hier jetzt irgendwo hin. Nee. Wo geht's jetzt hier weiter? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz... Da kann ich nichts mehr machen. Das ist, wird schon... Und hier habe ich es aufgemacht, dann bin ich hier richtig. Ich muss hier irgendwie weiterkommen. Die Tür war offen, aber hier ist nichts. Ach doch, aber hier ist dieses komische... Dieses hier. Ah, ich habe einen Skaramech gefunden. Ja klar, wenn man dieses Geräusch hört und diese Krabbelviecher, dann kriege ich ja immer was. Dann habe ich das zumindest schon mal gefunden. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich soll. Ich glaube, ich muss hier irgendwas machen, damit ich hier... Aber da ist nichts, wo ich... Doch, doch, da ist sogar was. Aber sie macht nichts. Ich glaube, da muss ich einfach auf die Seite hier und das da durchmachen. Aber wenn sie da nicht hinzielt, dann macht sie nichts. Ich muss es also... Muss ich's... Muss ich das von der Seite schaffen? Die einfach zumachst? Zielt doch da... Na, geht doch. Ist sie jetzt offen? Ja, jetzt ist sie offen. Ah, hier soll ich hin. Okay. Hier sind die ganzen Putzrobos. Bürger von Neo Paris, ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde, um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts. Da, ich habe was gefunden. Yeah. Ich habe mich mal ein bisschen genauer umgeguckt. Gesellschaftliches Ziel sein. Mehr denn je hoffe ich, dass Memorize andere Wege findet, diese schreckliche Seuche auszurotten. Bürger von Neo Paris, ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde, um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung einer Minderheit. Wo soll ich lang? Wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes... Zieht sie mich hin? Da vielleicht? Macht ja keinen Sinn, da komme ich doch her. Das will ich gar nicht. Hier komme ich doch her. Ich bin doch froh, dass ich jetzt hier reingekommen bin. Ich muss da hinten irgendwie lang.
Die Versklavung einer Minderheit. Wie kann ich hier irgendwo durchschießen? Bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes... Schon ein bisschen kompliziert hier gerade, wie ihr merkt. Ich muss hier irgendwie mit meiner verflucht schlechten Orientierung die Tür aufkriegen. Ist es die? Nee. Leute, wo soll ich lang? Wo muss ich durchschießen, damit ich weiterkomme? Hier habe ich doch nur das, die Erinnerung gefunden. Aber irgendwas blinkt hier auch immer. Was blinkert hier so? Da. Da ist was. Da ist die Tür, die da blinkt. Da muss ich bestimmt durch. Nee, das ist ja die. Wenn ich die zumache, dann muss eine andere sich doch öffnen können. Jetzt blinkt die da hinten. Kann ich die jetzt aufmachen? Du stehst ein bisschen im Weg. Ja, kann ich. Aha. Gut. Also es muss immer eine zu, damit eine andere aufgeht. Muss ich hier doch wieder durchkommen können. Ist die andere jetzt noch offen? Ja, ist sie. Nee, Quatsch, hier war ich doch auch schon. Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch alles Müll. Ja, ist super. Nillin, mach wieder auf. Ich war hier auch schon. Das ist auch die andere. War ich hier schon drin? Ich laufe hier total kreuz und quer. Das nervt mich. Und jetzt ist die wieder zugegangen. Das mit den Türen macht mir keinen Spaß. Mach die Tür auf. Mach sie auf. Dann mach die halt wieder zu. Und die jetzt wieder auf. Toll, ich dachte, ich habe einen neuen Weg gefunden. Oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes die Tür soll auf. Habe ich aber bis jetzt nicht hingekriegt. Mache ich die wieder zu. Schicke ich dann hier jetzt eine auf. Bürger von Neo Paris. Ich spreche zu euch in dieser gerade mein Bestes, hier weiterzukommen. Einstellung des Rückverwandlungsprojekts. Ja, halt doch mal den Schnabel. Ich will nicht zurück. Ich überlege gerade, wie ich diese Tür hier aufkriege. Kann doch nicht so schwer sein. Und wenn ich von hier jetzt eine zu oder aufmache, damit ich... Ich weiß nicht, ist das unlogisch, was ich hier mache? Bestimmt, ne? Nee. Aber wenn die zu ist, dann muss ich doch eigentlich eine aufkriegen. Ach Leute, ich probier's mal kurz offline, damit ihr euch hier nicht zu Tode langweilt. Bis gleich. So, ich hab's endlich geschafft, die Tür aufzubekommen. Das war gar nicht so schwierig, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Ich habe durch dieses Fenster hier nicht geschossen. Und daran muss ich mich halt auch erstmal gewöhnen, dass ich jetzt durchs Fenster schießen kann. Hier sehen wir wieder den nächsten Tipp, der nicht schön aussieht. Sorry, ich habe jetzt echt die ganze Zeit gedacht, es wird wieder gesprochen im Hintergrund, bis ich merke, das ist nur wieder die Frau, die ganze Zeit sich wiederholt. Aber ist klar, man sieht ja sonst immer das Fenster von Edge, das war jetzt echt ein bisschen doof. Aber ich höre die Stimmen ja immer noch nicht, deswegen habe ich die Untertitel hier angemacht, deswegen habe ich gerade innegehalten, weil ich dachte, ach nee, die reden gerade, will ich nicht dazwischen quatschen, habe ich mich jetzt vertan. Sie sabbelt halt ja die ganze Zeit und dann kommt immer noch der Text darunter. Das geht nicht, ich muss erstmal wieder eine Tür zumachen. Kann ich die nämlich auch aufmachen, oder? Ja. Hallo? Machst du die mal wieder auf? Danke. Suche. Bitte Geduld. Suche.
Bitte Geduld. Nee, ich will aber nicht. Suche. Bitte Geduld. Willkommen, Dr. Green. Ach so. Oh oh. Hier ist Dr. Sebastian Quaid. Ich bin mir sicher, auch euch hat die Ankündigung von Frau Cartier Wells tief enttäuscht. Nie waren wir so schrecklich, den Ursprung der Mutationen aufzudecken. Ich werde daher, was mit den Leuten hier gemacht wird, Forschung fortsetzen. Oh Mann, ey. Um jeden Preis. Er ist total durchgedreht. Furchtbar, es tut mir so leid. Ich möchte allen helfen. Ich möchte die da alle rausholen. Und ich möchte, dass jeder seine Erinnerung wieder hat. Und die ein normales Leben haben können. Nicht so ein abgefucktes, eingesperrtes, krankes. Oh Gott, egal wo ich reingucke, ich find alles schlimm. Aber wir wollen zu Bad Request, deswegen laufe ich jetzt mal rum. Oh Gott. 69% von seinen Erinnerungen gelöscht. Oh Gott. Der Arzt in meinem Kopf. Bad, wir holen dich hier raus. Zelle schließt zum Patiententransfer. Bitte zurückbleiben. Unbeaufsichtigter Patient im Sperrgebiet. No, no. Die blöden Bürger. Mit Selbstheilung. Mit Selbstheilung. Anders geht das nicht bei den einen. Oh Mann, mir geht's schon gar nicht mehr so gut. Sensen Tarnung lässt Nillin unsichtbar werden und erlaubt es ihr sofort, einen Gegner zu überlasten. Wählen Sie ihr Ziel weise. Okay, öffnen Sie das S-Impressions-Rad und lösen Sie die Sensen-Tarnung aus. Nähern Sie sich dem Enforcer von hinten und überlasten Sie ihn. Das ist ja cool. Achtung, sofortiges Überladen funktioniert nur am Rücken eines Ziels. Die Unsichtbarkeit dauert 30 Sekunden, endet, wenn Nillin Schaden austeilt oder eine S-Impression verwendet. Ich mache das hier gerade ganz bewusst, weil ich mich dann heil. Nebenbei. Wo kommt er denn her?
Ja. Quaid versucht also die Herkunft der Leaper herauszufinden? So fing er an. Dann merkte er, dass er sie mit Sensen kontrollieren konnte. Daher das Rückverwandlungsprojekt. Nun legt dieser Irre seine eigene Psyche in ihre Köpfe. Oh Mann. Eine Quaid-Leaper-Armee. Okay, gut. Wir halten ihn auf, um jeden Preis. Finde die Zelle von Bad Request. Sein Gedächtnis führt dich direkt zu Quaid. Ja, das machen wir aber im nächsten Part von Remember Me. Es geht spannend weiter und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.